Kapitel 63: Tränen, Schmerz und Krieg. Der Autor, eine Person, die jeder von euch da draußen kennt, wo immer ihr diese Worte gerade hört, und das bereits seit langem. Derjenige, der die Reise von Anfang an beobachtete, alles niederschrieb, die Pokémon sah und ihre Leiden vermittelte. Denn ich bin der Autor, und dies ist meine Welt. Und auch Aurora und Kay würden nun erfahren, welche Macht eine Feder dem Menschen verleihen kann. Du sagtest gerade, deine Welt, was meinst du damit? Lasst mich euch erklären, was alles geschah, Aurora und Kel. Dies ist, wofür ihr gekämpft habt und was ihr euch verdient. Wie ich bereits sagte, lautet mein Name Jason und ich bin ein Mensch. Als er dieses Wort vernahm, trat Kel zurück, unbewusst von der Falschheit seiner Wahrheit. Ein Mensch, so wie ich. Meine Antwort folgte so schnell, wie sie auch wahr war. Lasst es mich erklären. Ich bin ein Autor, ein Geschichtenschreiber. In diesen Momenten sitze ich an einem kleinen Tisch in einem wenig beleuchteten Raum, spät am Abend vor einem Gerät und beobachte. Ich bin ein Autor und schon viele Welten kreierte ich, denn dies ist es, was Autoren tun. Ich kreiere Welten und teile die Ereignisse mit meinen Zuhörern. Und diese Welt, eure Welt, sie ist mein Magnum Opus. Ihr seid besonders, denn diese Welt ist jene, in der ich die Geheimformel brach. In dieser Welt nahmen meine Charaktere Leben an. Nicht ein Wort schienen die beiden Leiter des Kampfteams zu verstehen. Jede meiner Geschichten hat zwei wichtige Bestandteile. Eine Welt und Charaktere. Der Plot ist im Prinzip, was ich aufs Papier bringe. Mein Verstand. Dieser Ort. Ewige Dunkelheit in verborgenem Frieden. Normalerweise sind Welten und Wesen statisch, wenn ein Autor sie kreiert. Es alles gehorcht nur seinem Willen. Der Autor hat jede Macht. Doch in dieser Welt entstand eine Generation an Pokémon, welche ohne meinen Einfluss lebten. Als normale Wesen, die neue Generation, eine Generation an Pokémon, entsprungen aus jenen, welche ich einst schrieb. Und schon bald war dieser Ort belebt von vielen, vielen Wesen, die ihre eigenen Leben führten. Nur die Welt als solche unterlag all die Jahre immer noch meinem Verstand und mir als Autor. Was du also sagen willst, ist, dass das hier alles eine Geschichte ist, die du kreiert hast. Ja. Auch gerade hören Leute, was an diesem Ort geschieht. Die Zuschauer, die Zuhörer. Nun lasst mich erzählen, was anschließend geschah. Denn als die neue Generation entstand, begann ich nachzudenken. Großes könnte ich mit dieser Welt anstellen und doch... Ein Autor trägt riesige Verantwortung. Er ist der Gott seiner eigenen Welten. Und wenn in diesem noch wahres Leben existiert... Diese Welt muss als eigenes bestehen können. Doch ich wusste nicht, ob die Pokémon wahrlich bereit sind, um alle gemeinsam der Autor zu werden. Wieder schienen beide Pokémon meine Worte nicht zu verstehen. Ein bekanntes Gefühl für mich. Es geschieht oft, wenn ich meine wahren Gedanken ausdrücken will. Autor ist, wer die Welt steuert. Mein Wille kann alles steuern, außer die Handlung der meisten Wesen. Doch dadurch, mit nur einem Satz, kann ich all meine kontrollierende Kraft auch abgeben, unter allen Pokémon teilen, so dass jeder die Zukunft ändern kann, doch jeder gleich stark, jeder wäre gleich. Es wäre eine Welt wie diese, nur, dass Entscheidungen wahrlich etwas bewirken. Diese Welt kann frei werden, redest du von dem Frieden, den ich mir erträumt hatte? Eine Welt, in der jeder seine eigene Zukunft bestimmt und kreiert? Genau dies, doch was wäre, wenn die Pokémon nicht bereit wären? Also stellte ich eine Prüfung. Kel, diese Prüfung warst du. Ich bin eine Prüfung, sag doch, was du meinst. Wieder dasselbe. Du warst nie ein Mensch. Du warst nie ein Pokémon. Oder auch schon. Kel, du erinnerst dich nicht.
Aber jahrelang lebtest du an diesem Ort, fern von allem Leben. Hier wuchst du auf. Oder eher gesagt, in einem hellen Blitz veränderte sich die gesamte Umgebung. Die ewige Wiese schwand. Stattdessen befanden sich die Pokémon nun an einem schmutzigen Ort. Die Luft war durchtränkt von Rauch. Die Wände setzten bereits Schimmel an. Besser gesagt, an diesem Ort. Das, was du als die Menschenwelt kennst. Kell, du warst eine Prüfung. Ein eigenartiges Wesen. Eine Art halbneue Generation. Du, Kell, bist das vorletzte Pokémon, welches ich selber kreierte. Nur gefolgt von Endynalos, welchen ich sofort freisetzte, um Epsilon zu helfen. Ich sandte ein gebrochenes Pokémon in diese Welt, kreiert durch mich selber, gepeinigt von allem, damit ich weiß, dass diese Welt eine lebenswerte ist. 3 mögliche Ausgänge hätte die Prüfung haben können. Kell hätte sterben können, durch seine eigene Trauer oder äußere Einflüsse. Die Plotkriegerin und die Plotkaiserin hätten ihre Kräfte verloren, genau wie die Schatten- oder Plot-Elite, wie ihr sie genannt habt. Das Leben wäre weitergegangen wie zuvor. Die Prüfung wäre nicht bestanden. Doch es hätte deutlich schlimmer werden können. In Kells Kern brodelte eine Art ungebändigter Plot. Eine tödliche Essenz, die mit Hass an Macht gewinnt. Wäre all der Hass zu viel geworden, dann wärst du, Kell, wie du immer befürchtetest, zum Teufel geworden. Ich hätte diese Welt ihrem Schicksal überlassen. Denn wenn ein gebrochenes Pokémon noch weiter zerstört wird, ist dieser Ort nicht lebenswert. Doch es gab noch eine Option. Der Krieg endete und Kell lebt. Die Plot-Armor ist geeint, somit ist der Plot im Inneren gebändigt. Epsilon ist gefallen. Diese Welt nahm Kell auf und stützte ihn. Vor allem du, Aurora. Dich erwählte ich als Plotkriegerin. Du warst erwählt, Epsilon entgegenzutreten und Kell zur Seite zu stehen. Denn ich glaubte an deine Aufrichtigkeit, deinen Mut und deine Treue. Anders als Epsilon hoffte ich in deinem Fall auf einen Sieg, denn unmoralisch wie dies sein mag, in dieser Geschichte war Epsilon ein Werkzeug meinerseits. Sie war das Hindernis, eine Wahnsinnige, der ich Kraft gab, ihren Wahn zu leben. Vieles ging nun in den Köpfen der beiden Wesen vor sich. Es war verständlich, denn vieles hatte sich offenbart. Und vieles von allem wirkte wohl völlig unglaubwürdig. Kell als eine Kreation, nicht als Mensch. Kell war Plot, nicht mehr. Nach einer Weile der Stille erhob das Arcani jedoch seine Stimme. Aber wenn das alles deine Pläne waren, warum hast du mich auf dem Vulkan gerettet? Hast du damit nicht das Ergebnis deiner eigenen Prüfung gewandelt? Diese Frage musste ich jedoch verneinen. Mein Eingreifen war nicht nötig. Denn Epsilon traf dich auf dem Berg, auch wenn du dich nicht mehr erinnerst. Sie hatte dich gesucht, wollte Rache. Denn was am Eisberg geschah, selbst ein Wesen wie sie konnte es nicht ertragen. Doch als sie dich zur Rede stellte, all der Hass, all die Vorwürfe, Qualen, Hieb um Hieb, jeder einzeln. Es erweckte zum ersten Mal die Stimme des Wesens in dir. Du magst vorgehabt haben, dein Leben zu beenden, doch ich griff niemals ein. Epsilon schaufelte sich damals ihr eigenes Grab, da sie Rache wollte. Also, mit allem, was du sagst und was geschehen ist, heißt es, dass die Prüfung vorbei ist, dass diese Welt frei werden kann? Die Umgebung um die beiden Pokémon und die Schwertfeder wandelte sich erneut. Eine Arena erschien, ähnlich der von Crowning. Doch ein Unterschied machte diesen Ort viel besonderer. Alles schien aus Sternen kreiert. Ein wahrer Schauplatz, eine Arena, für die Kämpfer sterben würden, um sich in ihr zu duellieren. Es war Zeit für die volle Wahrheit. Nein, eine letzte Bedingung habe ich. Ich sagte es euch bereits, alles was an diesem Ort geschieht. Zuschauer werden es beobachten. Alles was geschieht, es ist eine große Geschichte. Und hier stehe ich nun, als Autor für meine Zuschauer. Epsilon wurde in einer großen Schlacht bezwungen. Doch nun kam es zu dieser großen Begegnung. Das große Finale der Geschichte. Ihr seid die große Schau. Über viele, viele Wochen und Monate hinweg verfolgten all diejenigen, die meinen Worten nun zuhören, eure Reisen. Sie hofften für euch, fieberten mit. Alle von ihnen hofften auf euren Sieg.
und doch nach großen Ligakämpfen, Schlachten gegen mächtige Feinde. Es bleibt eine wichtige Frage offen. Die Sterne der Arena begannen rot zu glühen. Welches Pokémon ist wahrlich das stärkste? Kell oder Aurora? Diese Frage wollen sie beantwortet haben. Und die Zuschauer wollen Drama. Tränen, Schmerz und Krieg. Bis zum bitteren Ende. Also kämpft. Kämpft und beweist, wer die wahre Macht hat. Kämpft bis zum Tod. Und wenn nur einer von euch verbleibt, dann werde ich diese Welt freisetzen. Offensichtlich nahm mein Verhalten eine drastische Wendung, welche Aurora und Kell nicht vorhergesehen hatten. Ihnen schien nicht bewusst, was ein Autor bereit ist zu opfern. Wir sollen kämpfen? Weshalb? Niemals würde ich Kell etwas antun. Kells Antwort kam in weniger Worten, doch mehr Taten. Sofort sprang er das schwebende Schwert an, welches aus der Luft stürzte und seine blitzende Aura verlor. Ein gewaltsamer Flammensturm verschmolz das Gold und brannte die Feder nieder. Ein vergeblicher Versuch. Kell, was soll denn das bezwecken? Das Akani schien nicht zu verstehen, wie ich immer noch mit ihm sprach. Was? Du bist immer noch hier, aber ich dachte das Schwert. Im Prinzip habe ich die Schwertfeder nur genutzt, um euch eine Gestalt zu geben, unter welcher ihr euch mich vorstellen könnt. Aber sagte ich es nicht bereits? Ich sitze hier in einer fernen Welt und... Doch habe ich all die Macht über euch. Du hast keine Macht. Lieber kämpfe ich gegen dich als gegen Aurora. Schnell entschied ich, dass ich nun auch ohne Worte antworten sollte. Stattdessen entsprang dem Boden ein riesiger Drache einer fernen Welt, manchen bekannt als Omegon. Zudem schwebte nach wenigen Sekunden eine Rüstung hinter Kell und Aurora, durchzogen von orangenem Licht. Die Rüstung Epsilons. Selbst ein Pokémon war in ihrem Inneren, doch es war künstlich, ähnlich wie Kell selber. Da all dies noch nicht ausreichen sollte, entstiegen tausende Schattengestalten dem Boden, alle in Form verschiedener legendärer Pokémon. Und um dem Spektakel die Krone aufzusetzen, entflammte am Himmel eine riesige Sonne. Hitze strömte durch die Arena, Flammen umkreisten alles. Doch im nächsten Moment war all dies verschwunden. Also habe ich keine Macht, Kell. All dies erschuf ich euch, alleine durch Worte auf Papier. Es dauert für mich eine Minute, um euch 1000 Armeen endloser Stärke in den Weg zu stellen. Aber auch nur, wenn ich Langeweile habe. Du weißt, ich kontrolliere alles außer den neuen Generationen, selbst diesen Ort. Wenn ich wollte, könnte sofort die Höhle einstürzen oder ein Kilometer tiefes Loch erschiene unter euren Füßen. Ein Satz ist alles, was ich bräuchte, um euch den sicheren Tod zu bescheren. Und keinen schmerzfreien, zumindest nicht, wenn ich das möchte. Immer noch wirkte es, als würde meine eigene Kreation rebellieren wollen gegen das, was ich für ihn bestimmt hatte. Jedoch war es Aurora, die versuchte, diesem Wahn mit Sinn beizukommen. Kell, es stimmt, was er sagt. Wir sind nicht in der Position, um uns irgendwie zu wehren. Und was wäre das Opfer eines Pokémon gegen die Freiheit dieser Welt, meinst du nicht? Und woher wissen wir, dass er seinen Teil der Abmachung überhaupt erfüllen würde? Nach allem, was wir gesehen haben und gehört haben, gibt es keinen Grund für uns auch nur ein Wort zu glauben. Und doch habt ihr sofort jedes Wort akzeptiert. Und die Prüfung ist bestanden. Ich schwor euch zu belohnen und werde dies auch tun. Wenn ihr die Geschichte beendet. Wieder schien Kell keine Einsicht zeigen zu wollen. Nein, ich kann nicht gegen Aurora kämpfen. Allein schon, weil es ein grundlegend unfairer Kampf ist. Feuer gegen Eis. Wenn du Tod brauchst für dein großes Finale, dann sei es so. Mach mit mir, was du willst. Ich bin doch ohnehin nur dein Abfallprodukt. Schenke Aurora den Frieden, den sie sich immer gewünscht hat. Und lass sie aus deinen kranken Idealen raus. Ein derartiger Edelmut war nichts anderes, als ich von einem Helden meiner Geschichte erwarten würde. Doch so einfach sollten die Dinge nicht werden. Zwar mag Aurora als Eis-Pokémon gegen Feuer stehen, doch sie ist die Auserwählte. Was ich brauche, ist nicht nur Blut, es ist ein Kampf der höchsten Spitze. Nun endlich war der Punkt gekommen, an dem selbst Kell seine Chancenlosigkeit einsah. Langsam und geschlagen stellte er sich an eine Seite des Rings. Aurora, es tut mir leid. Es muss dir nicht leid tun, aber bitte versprich mir eins. Eiszacken schossen aus dem Boden.
Kämpfe mit aller Kraft, denn ich werde dasselbe tun.